Trainer, herzlichen Glückwunsch. Nach zuvor zwei Niederlagen, eine tolle Leistung heute gegen Chemnitz, Tabellenführung zurückerobert, ein perfekter Samstag. Wir sind sehr zufrieden natürlich heute auch mit dem Spielverlauf, mit allem. Wir haben erste Halbzeit, war Chemnitz wirklich auch noch sehr aktiv im Spiel, machen aber dann das 1-0 und in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich eine Großzahl an Chancen uns herausgearbeitet und herausgespielt. Da war es immer eine Frage der Zeit, wann fällt das erlösende 2-0 für uns und irgendwann war es dann soweit und ich denke, es war hochverdient heute und auch eine richtig gute Leistung von der Mannschaft. Es kam die beste Abwehr der Liga kam zu uns, ohne Gegentor ist unsere Mannschaft geblieben. War das der Schlüssel auch zum Erfolg? Ja, wir wollten heute zu Null spielen und wir wollten gewinnen, das waren die zwei Vorgaben von uns, das haben wir erreicht. Und da haben alle ihren Anteil, auch in der Defensivarbeit war heute wirklich viel Aufmerksamkeit dabei. Und dass wir Tore erzielen können, dafür sind wir auch bekannt und da werden wir auch in Zukunft weiter dran arbeiten. Du hast heute ein bisschen umgestellt, du hast Mofza auf die 6 gesetzt, Michael Wiemann rückte dann in die Innenverteidigung. Ohne Gegentor ist alles also gut aufgegangen. Ja, wir haben zwischendrin schon den einen oder anderen Fehler auch im Aufbauspiel dann gehabt, aber insgesamt haben wir die Fehler dann wieder relativ schnell ausgemerzt. Und das ist auch eine Teamleistung, wenn man mal einen Fehler macht, dass der andere dann dasteht. Und das war heute wirklich augenscheinlich, dass da alle da waren dann heute. Hat die Mannschaft wieder ihren Charakter und Willen gezeigt, nach zwei Rückschlägen zuvor, sich wieder selbst aus dem Schlamassel zu ziehen? Ja, man muss immer aufpassen mit Charakter und für mich hat die Mannschaft, es gibt Mannschaften, die haben Charakter oder keinen und die Mannschaft hat Charakter, auch wenn man mein Spiel verliert und in Halle habe ich auch schon eine Aufwärtstendenz gesehen und deshalb war es für mich klar, dass wir irgendwann auch wieder richtig punkten werden, so wie heute. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Aufgabe, jetzt haben wir in Bielefeld ein tolles Spiel, das wollten wir haben und da fahren wir hin und gucken, dass auch vielleicht was für uns dabei rauskommt. Dankeschön.